Hallo und willkommen zurück zu VR Farmers WAFT. Natürlich wieder mit Markus. Servus Leute, so, weiter geht's. Hast du jetzt auch die Gurten da unten? Wir sind die Gurten jetzt alle unten Nein, am. die sind da oben. Das ist nur bei Synchro, weil wir ja neu gestartet haben. Also, okay. Und ich würde jetzt sagen, ich fahre da jetzt ein Stück vor Okay. und wir schupfen weiter rauf. Ja. Das sieht aus. Oder du, wir legen sie mal von der einen Seite rauf und halt, du kannst beides machen. Du kannst mir immer einen raufschupfen, einen hingeben oder so Gott sei irgendwie. Dank sind wir in Russland. Wieso? Wenn man uns Kiewerer sehen mit der fuhr. Ja, ohne Probleme. Jetzt ist nur die Frage, kann ich die Ballen hinlegen, auch wenn die Gurten drauf sind? Nein, Oder kann soll ich ich die nicht. Gurten Musst runtergehen. runtergeben? Zur Sicherheit. So, und dann greife ich wieder rauf. Ich nehme aber auch gleich einen Ballen mit. Du kannst aber alle unten auf der Seite auch hinlegen. Da. Ich könnte es da auch von da wegnehmen und du legst mir es nur her. Wie Hier es dir willst du lieber es ist. wegnehmen. Hier willst du es wegnehmen. Denkst du sie von da? Na, von oben. Naja. So nicht. Okay, dann lege Na, du ich. müsstest mir es da rauflegen, Also, das habe ich das gemeint ist eigentlich. scheiße, wenn ich es da wieder darauf legen muss. Okay. Dann muss ich wieder schauen, dass ich das gut geschlichtet Ja, du sind. kannst mal schupfen auch. Ja, bitte. Dann in die Fresse. Na, höher! Du bist viel zu tief unten. Ja, ich muss das auch wieder abschätzen. So, Jetzt. komm, schnitz jetzt ab. Höher. Perfekt. Da. Jetzt schon, ich leg's mir dann dabei her und schlicht's dann. Ich sage, das funktioniert einwandfrei, das Schupfen. Schön. Ich tue jetzt auf der einen Seite mal komplett beladen. Geht schon. Sag immer, wenn es da bist, dann lasse ich ihn fallen gleich und Ja. du schlicht den nächsten. Ich glaube, dann sind wir ein bisschen schneller. Geht schon, sehe dich schon. Ich sage, irgendwann bekomme ich einen voll in die Fresse. So wie vorher. So, ich sehe dich schon kommen. Du kannst mal gleich den daneben. Ja, Und dann wollte ich lege ich ihn gerade. mal nur her. Wie ich immer doppelt draufklicken muss teilweise. Habe ich hier hinterhalb jetzt keinen runtergehauen? Ich Der eine überlege hier gerade. macht sich selbstständig. Ja, ich überlege gerade, schupfen den rauf und ich hau nachher gut nochmal drauf. Es geht nämlich. Hinlegen noch. Der So. arbeitet selber raus. Schau, zack. Reinschieben. Na! Okay, ich hau Gurten drauf. Ja. Wie schupfen wir noch einmal? Rechtsklick. Achso, stimmt. Okay, ich hau's, glaube ich, auf der anderen Seite wieder Ja. runter. Soll ich's fangen wieder? Ja. Jetzt schon. Ich sag ja, wie in der Hammer, wie in der Heimat damals, am Berg oben. Geht schon? Jetzt wird es immer höher. Ja, der Lager Ups. neben dem Traktor. Ups, ups, ups. Du kannst fliegen! Scheiße, das wollte ich nicht. Warte, ich musste ganz kurz den einen darüber geben wieder. Und den da hier unten. Sehe das irgendwie schon, dass der ganze Wagen explodiert und wir alles Geht nochmal schon. machen können. Nein, ich habe einen genommen, der schon fixiert war. Das war das Problem. Der ist durch dich durchgefallen. Ja, den habe ich nicht erwischt. Lustig wieder der, dann wo der Traktor jetzt draufsteht. Kannst du Spanngurten runtergeben, raufgeben? Nochmal. Ja, kann Dann ich. gib's einmal komplett runter und gib's komplett drauf. Alle? Alle, ja. Die wieder fixiert, halt sozusagen, dass alle Ballen, was jetzt sozusagen liegen, einmal fixiert wieder sind.
Weil dann liegen die schön. Ich glaube, mit den Frames passt das bei den Anhängern auch. Das schaut auch nicht so schlecht aus. So, ja. Warte mal, nehmen wir den einen kurz da. Nehmen wir den da ganz kurz. So, und den legen wir mal. Ha! Der liegt da oben. Warte, ich gehe schon rauf. Ja. Geht schon. In die Fresse, Bitch. Bitch Da wären auch Musik geil, so. Das wäre jetzt in Zeitraffer, glaube ich, cool. slap. Ich überlege nur gerade, ob ich da hinten mal das Loch füllen soll, das eine. Geht schon. Oder kannst du mal von unten das Loch füllen, von der anderen Seite? Das hier. Oder Der die wird so Pärchen. nicht reinkommen. Das Problem ist der eine Ballen da. Da. Na, wir müssen sie eh ausdrehen. Das bringt so nichts. Problem ist nämlich, wenn ich die jetzt nochmal komplett in die Hand nehmen muss. Ich schub's her. Ich muss immer das so drücken, so rechtzeitig. Das geht sich so. Scheiße. Na, na, na. Das da unten ist scheiße. Ich bin jetzt verpackt da herinnen. Draußen. Warte. Wir müssen probieren, die da von hier unten raufzulegen noch, dass ich wieder auf die Höhe komme. Jetzt nichts. Du musst es oben hinlegen, dann kippt da vorne rüber. Ja, Warte, ich wollte sie gerade. ich hole ein paar Ballen nochmal her. Weil ich glaube, wir bringen fast alle Ballen, die wir gepresst haben, schon, bringen wir rauf. So. Kannst den einmal nehmen, den ich da jetzt hab? Ich lass ihn los, sag, wenn du bereit bist. Dass du ihn reinschieben kannst, einfach nur mehr. Hab ihn. Eins, zwei, drei, jetzt. Okay. So geht das auf keinen Fall. Das Problem ist, ich sehe nicht, wie. Na, du musst mir es oben hinschupfen, das Ja, bringt ja es geht nichts. nicht. Ich brauche es aber da hinten hin, dass ich es hier vorne hinlegen kann. Ja. Weil ich muss mir dann auch mal runternehmen, weil ich es nicht so fangen kann, wie es du schubst. Geht schon. War das der? Ja. Da. Kannst du schon den nächsten. Außer du schubst mir es gleich quer her, dann könnte ich es vielleicht nehmen. Geht schon? Na. Habe ich ausgelassen. Den habe ich so perfekt gehabt. Ich hätte glaubt, ich habe ihn noch nicht. Geht schon. Da, zack. Was wollen wir fahren, oder was? Naja, warte, da sollte man hinten die Na, Gurten neu machen. auf der anderen Seite sind aber noch einige. Achso, ja. Ja, da ist die ganze Linie noch runter. Ich gehe wieder rauf. Den einen habe ich da gerade noch zum gerade legen. Ne, geht, schupf. Schupf, schupf, schupf. Ich dachte, das auch so lange dauert. Ja. Nur, dass du Da habe nebenbei ich noch. noch Traktor getackert gehabt hast. Bisschen die ganze Zeit. Stimmt, aber den könnte man eigentlich laufen lassen. Dass wir ein bisschen einen Sound haben. Hört sich gleich besser an, halt. Na. Ich schub's mal davor einfach. Ja, ich probiere auch gerade. Oder ich hol's mal vor, dass wir nachher die Nummer raufschupfen brauchen. Genau. Weil sonst haben wir eh keine Soundspur, wenn da kein Traktor gerauscht ist. Ja. Ich hole auch gleich den von hinten. Das bedeutet, wir haben jetzt eigentlich das ganze Feld bis daher komplett auf den einen Anhänger raufgebracht, oder? Weil ich glaube nämlich, dass wir die dort drauf auch noch raufbringen.
jeder noch einmal laufen. Wer rennt zum Hintern? Der Erste. Da. Geh wieder hoch. Jo. Überhaupt Motor haben. Und übers... Scheiße. Übers Dach. Da, geht schon. Bleib weiter weg, dass ja, ich länger Zeit habe, dass ja. Mir bisher fliegen. Warte, den muss ich kurz umdrehen gleich einmal. Ja, genau. Machen Sie nur, machen geht Sie schon. Nur. Ja. Ist ein bisschen schwer zum Abschätzen. Na, scheiße. Ja, zwei auf. Kreuzer. Ein auf wie zwei auf. Ja. Das Problem ist, wenn du kannst mir es nicht quer her schupfen. Doch. Ja, dann bitte. Sag was. Weil die ganze. Ich muss jedes Mal hier oben drehen. Wenn ich es quer gleich hab. Dann fangst du es nicht. Na, oh ja. So. So, weil dann kann ich es auch schön da hinten hinlegen. Einmal. Wenn er liegen bleiben will. Na, das ist, weil die da hinten auch komplett herumliegen, schon falsch. Geht schon. Das ist, weil deine Seiten der Jay ist. Ja, genau. So. Ich glaube, ich lade jetzt alle nur mal eine Seite drauf. Tust du mal Spanngurt nach unten und wieder, warte mal, den einen Ballen da will ich. Schaut aus. Das ist nicht gut. Gott sei Dank sind wir in Russland daheim. Ja. Sag ich ja. Tschüss. Scheiße. So, geht schon, nächster. Den habe ich nicht. Der ist voll durch dein Gesicht geflogen. Ja, ich habe sie gemerkt. Was ist das? War gerade ein Leck, glaube ich. Ja. Ein ziemlicher. So, und jetzt werden wir nachher die Scheiße verkaufen fahren. Ich glaube, mehr kriegen halt. Ich weiß nicht, ob wir so viel raufbekommen noch. Wie viel haben wir da noch? Ein ganzer Rad vor. Halt, ich krieg schon noch rauf, aber was einmal geil wäre, wenn es mal mit denen da fertig noch. Sind. Nein, ich krieg schon, halt, rauf kriegen tue ich schon noch. Na. Nur wir müssen es fixieren wieder mal. Na, die kriegst nicht mehr rauf. Vergiss es. Da, tun wir mal da die Gurten wieder runter. Ja. Beste, wir verkaufen die Ladung hier mal. Und holen nachher noch die restlichen noch einmal ab. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wo müssen wir hin? Zum. Warte, ich schau nach. Ja, kurz nur für euch. Wir haben unter der Ballentechnik schon die neue Presse reingeben. Es geht nämlich um den und den hier. Deswegen werden wir die alte nachher sozusagen raus editieren und die neue rein. Zum Kleintier oder was? Zum Heizkraftwerk. Das ist weit. Jetzt ist nur die Frage, fährst du gleich einmal deinen Traktor, wo die Presse drauf ist? Dann fahr ich zum Händler. Weil wir müssen die neue ja runterholen. Ja, das Heizkraftwerk ist gegenüber vom Shop. Ich weiß es, ja. Bist du deppert, meiner quält sich. Man merkt es auch an den Frames. Wirklich? Langsam, ja, langsam merkt man es. Aber es ist... Wenn nicht, wir können die restlichen Ballen nachher, falls wenn wir genug Geld mit dem zusammen bekommen, ja. Können wir ja raufschupfen auch noch auf den anderen. Jetzt Anhänger. Jetzt habe ich wieder 100. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das am blödesten? Beim Heizkraftwerk sicher ist das sinnvollste. 109 pro Stück.
Und beim anderen? Waren Ich es muss ehrlich sagen, 90 oder so? jetzt gerade Warte. weg, Stroh ja, aber Heu. Ja. So, wie fahre ich denn da? Wie muss ich denn da jetzt 109 und fahren? beim Kleintierzucht 90 und 96. Okay. Und im Gartencenter sogar nur 81. Bist du deppert, da geht's bergauf. Ja, du bekommst bei den anderen nämlich immer wieder was anderes dazu noch raus. Deswegen. Ich komme da im Berg nicht hoch. Glaube ich. Sonst müssen wir dann umkoppeln. 8 km/h. Ich habe jetzt diesmal mal die Diffs reingeschalten. Super, dann würde ich sagen, wir werden jetzt rauffahren, mal in Richtung zum Verkaufen. Wir werden jetzt ganz kurz noch die Presse sozusagen wegeditieren und dass wir die andere sozusagen dazu haben. Und dann werden wir im nächsten Mal schauen, ob wir genug Geld zusammenbekommen haben. Weil wenn nicht, dann müssen wir noch schauen, dass wir irgendwo was anderes irgendwie verkaufen können, beziehungsweise ja noch ein paar Ballen pressen. Und ich würde sagen, das Ganze findet dann im nächsten Part statt, wenn es hier wieder weitergeht bei VR Farmers. Bis dann. Tschüss. Ciao, Baba.